Wir müssen uns jetzt noch die Aufnahme Hallo. erholen. Moment. So, jetzt ist gut. Hallo und herzlich willkommen zu diesem. Nach langer Zeit irgendwann wieder Diablo 3 Reaper of Souls. Bei mir kam Folgen raus, bei ihm nicht. Bei ihm ist es nämlich alles abgekackt. Ja, darum sieht mein Charakter jetzt auch anders aus als vorher. Hallo, das ist mein geiles Banner und er weiß nicht, wie man das einsetzt. Ja, ich habe echt keine Ahnung, wie man das einsetzt. Das ist scheißegal. Wir gehen jetzt erstmal los. Ich geb dir mal einen Trick. Drück mal G. Halt die Fresse, will ich das überhaupt hören? Drück mal G. Moment, Olaf Litz People. Tyrael hat mich geschickt, euch zu finden. Maltael hat den er ist ein Banner. Ihr müsst mit mir kommen. In dieser Stadt sterben Menschen, Junge. Ich werde sie nicht im Stich lassen. Aber ihr und Tyrael müsst zusammenarbeiten, um Maltael zu finden. Geh mal weiter. Sagt Tyrael, dass er in Westmark zu mir stoßen soll. Geht. Ich werde nicht versagen, das schwöre ich. Ja, in Westmark. Wir müssen ja Maltael finden. Maltael ist ja der böse, böse Bub hier in dem Spiel. Ja, der ist ganz böse. Maltael ist das kleine Arschloch hier. Böse gesagt. Naja, klein eher nicht. Der ist ziemlich groß. Wenn man im Vergleich zu Tyrael anguckt, ist er ganz groß. Ist der größer als Tyrael? Ja. Okay. Gut, dann ist es ein großes Arschloch. Jetzt ist es plötzlich ein großes Arschloch. Ja, dann ist es ein großes Arschloch. Oh, ich lecke. Ja, werden wir. Ja, ich weiß, dass du leckst. Das ist gerne an dir. Sie wollen uns alle umbringen? Wo? Verdammt, das Tor. Oh, das ist plötzlich zu. Um diesem Gemetzel ein Ende zu setzen. Ja, mal schauen. So, jetzt kommen die Toten hier zu uns. Die Toten mögen wir ja so gerne. Alle. Ja, bring's um. Komm. Ja, ich benötige auch mehr Zorn. Was ist das? Was denn? Gerechtigkeit. Ja, Alter! Cool. Wir sind hier im Kampf und du guckst dir was an. Was ist denn das? Ja, weil die ist irgendwie so ein komisches Gerechtigkeits-Skill-Dings oben gewesen. Was ist das? Bei mir? Ach, das ist diese eine komische Skill, die du da hast. Ja, ich habe noch viele komische Skills. Was ist. Warum geht denn der mein. Das ist alles voll cool. Ja, das ist alles voll cool. Rückstand ist erhöht. Ja, okay. Ach ja, ich habe hier Eishammer. Es hat sich vieles geändert seit dem letzten Mal. Muss ich noch gucken. Ich habe eine neue Skillung. Und hier habe ich gesegnete Hammer, aber auf Eis. Schmeißt euch Gegner ab und alles. Gestellte Sinne, wo ihr Rückstand. Ach cool. Immer wenn ich mit der Attacke hier angreife, wird meine Blockwertung erhöht. Das heißt, ich sterbe weniger. Das ist doch gut. Und ich friere unsere Gegner ein und du machst Feuer, ne? Ich mach Feuer und solche Feuerwirbelstürme halt. Komm, okay, hier unten geht's ja. Wir haben ja geguckt, also hier unten gibt's eigentlich gar nichts zu holen, glaube ich. Keine Ahnung, ich möchte jetzt einfach nur hier schnell durch, weil. Ja, die ganze Zeit immer das gleiche Level zu spielen, wieder mit einer gewissen Zeit auch langweilig. Und wir sollten. Das ist so. Vielleicht mal versuchen, kurze Folgen zu bringen. Ja, kurze Folgen wären besser. Also 22 Minuten Folgen sind zwar schön. Schon lange. Weil ich guck ja meine sehr eigenen Let's Plays auch selber an. Oh, wer hätte das gedacht? Ich in letzter so Zeit auch. Oh, ja, es macht. Zum Beispiel die Tourgäste, die ich immer zusammenfahre. Die machen so einen Bock, die nachher nochmal anzugucken. Weil zum Beispiel diese eine Folge, wo du so richtig, wo uns so richtig fertig gemacht haben gegeneinander. Das war so dermaßen genial, wo ich die Bosse geklaut habe und so. Aber das hat so richtig Spaß gemacht, das anzugucken. Und das sind so, wie heißt es, lange Folgen doch gut zum Angucken, wenn man sich so gerade so richtig schön Zeit nimmt dafür. Also kurze Folgen sind passen halt viel besser in den Alltag. Und deswegen nehmen wir einfach jetzt mal kurzere Folgen. Ja. Also so 15 Minuten Folgen, weil 10 Minuten ist einfach zu kurz für Diablo. So, jetzt hier sind wir jetzt mal los und hier ist eine Quest von Victor. Es ist das Ende der Welt. So viele wurden getötet und die Seelenernter sind überall. Gibt es keine Überlebenden? General Thorion verteidigte eine Gruppe Flüchtlinge bei der alten Sakharum-Kathedrale. Doch wahrscheinlich sind sie alle bereits tot. Moment. Ihr seid der Kreuzritter, der die Bastion gerettet hat. Oho. Ihr werdet auch uns retten, nicht wahr? Nee. Das werde ich. Ich schwöre es. Also die Tusse hier, die rettet die nicht, aber ich schon. Was für eine Bitch. Okay, Händler. Wollen wir überhaupt was verkaufen?
Ich habe nichts hier. Ich habe nur Materialien, die ich einlagern könnte. Aber hier ist nichts mit einlagern. Geh weiter, ich habe die Tür offen gemacht. Ich mach das Zeug dann auseinander. Also von der Folgenlänge her, meine Let's Plays mache ich jetzt alle auch nur noch 10 Minuten. Das ist viel praktischer. Weiter! Ich glaube, wir sind sie los. Oh nein! Nein! Jene, die das Blut der Dämonen in sich tragen, müssen sterben. Der Blödmann hat die Frau getötet. Dämonenblut? Diese Leute waren unschuldig. Waren die Leute wirklich unschuldig oder finden wir nur, dass sie unschuldig waren? Ein Fall für Galileo Mystery. Ja, das schicken wir Galileo Mystery. Sind die Leute in Diablo 3 wirklich unschuldig? Mein Zorn reicht dafür. Da kommt dann plötzlich auch. Mit dem hast du es mit dem Parkschild gesehen? Galileo Mystery? Nee. Verarsche? Nicht? So, hat sein Auto an einem bestimmten Schild angehalten, dann war es plötzlich verschwunden. Mysteriös. Es war nur ein Parken-Verboten-Schild. Dann hat er mal das Schild mitgebracht. An diesem Zeichen verschwinden Autos. Meinst du mal, ich muss mal kurz meine Dingsbums gucken. Hier in meine Dingsbums-Dings. Was? Deine Dingsbums-Dings? Wenn bei mir der Sound scheiße ist, das wird danach noch überprüft nach einer Folge. Von dem her, wenn es hier noch nicht ganz passt, tut's mir leid. Passe ich danach noch an. In der Zwischenzeit wird hier Cedric gekloppt. Ah, das ist gut. Das muss ich benutzen. Hast du umgeskillt? Nee, ich habe nur angeguckt, ob hier irgendwie die Eisenhaut mit einem gewissen Anteil den Schaden, den ich mache, wieder mich hochhält. Aber anscheinend gibt's das hier nicht. Das kenne ich nämlich vom anderen Hackenslay. Da ist das sowas sehr nicht hilfreich. Aber hier hat man ja dafür Heiltränke. Oder man hat einfach Amethysten in die Waffe, da hat man auch Life, Gain und Hit. Also Leben und Treffer. Also es gibt genug Möglichkeiten, um das hier auch zu machen, so gesehen. Kann man eigentlich machen. Ich benötige. Wie lange ist dein Diablo schon draußen? Schon fast, also Reaper of Souls, schon fast ein Jahr sicher. Ja, wir sind immer noch nicht durch. Nee, wir haben es immer noch nicht geschafft. Wir haben erst angefangen. Ja, wir haben erst später angefangen und ich muss auch noch dazu sagen, ich hatte irgendwie 2 Monate absolut keinen Bock auf Videos machen und so weiter. Okay. Da habe ich dann mehr oder weniger Pause gemacht. Ich habe nur so ab und zu ungefähr einmal in der Woche oder einmal im Monat ein Video rausgebracht, damit ich nicht ganz tot scheine. Und jetzt habe ich immer gemacht, dass ihr nicht kann. Und ich habe jetzt, wieder richtig in Bock. Denn ich habe nämlich einmal einen Satz neue Programme gelernt. Weil das die alten gingen mir mehr oder weniger auf die Nerven, beziehungsweise Demo-Version ist abgelaufen. Okay. Was hast du denn jetzt für Programme? Also ich hatte mir früher Sony Vegas Movie Studio Production Edition gekauft oder sowas. Bloß das Problem war, die Videos hat er viel zu groß gedannert und ich wusste nicht, wie ich das irgendwie kleiner machen kann. Und jetzt habe ich einfach mal ein bisschen gegoogelt und habe gemerkt, ach so stellt man das ein. Weil vorher habe ich immer mit Camtasia gerendert. Das ist zwar jetzt nicht das beste Programm für Let's Plays oder so. Aber es hat die Videos angenehm klein gemacht, so mal, dass ich die schnell hochladen konnte. Damals noch mit der recht kleinen Leitung. Ja, das Ewigkeiten gedauert. Ja, bei mir taut es auch ewig. Genau, so, ich mache das immer am Abend, rendere ich alles. Und dann, wenn ich schlafen gehe, lädt es alles hoch. Und dann, ja, dann habe ich einen Tag später, habe ich alles drauf und dann kann ich sie veröffentlichen und alles. Sie muss immer vorausgucken. Das Rendern mache ich eigentlich immer tagsüber, weil ich mache ungefähr einmal in der Woche oder zweimal in der Woche, kommt darauf an, wie viel Videomaterial ich habe, einen Rendertag. In der Zeit zocke ich halt nicht oder eigentlich schon, weil ich hab's. Moment, diese Stadt an. Er labt sich am Tod. Jedes Leben, das seine Seelenernter nehmen, macht ihn stärker. Jetzt, da das oberste Übel fort ist, hält Maltael den perfekten Zeitpunkt für gekommen, um den ewigen Konflikt zu beenden. Die Menschheit hat mit diesem Krieg doch nichts zu schaffen. Das sieht cool aus. Aber wir stammen von Dämonen und Engeln ab. Maltael sieht bloß Dämonen in uns. Die Kathedrale! Alle Flüchtlinge befinden sich dort! Folgt mir! Wo war ich jetzt eigentlich jetzt hier? Gute Frage. Was ist das? Eine Todesmaid. Haltet sie auf. Nephalem,
Eure Seele wird mir gehören. Mir feiern. Na, ja, die Olle machen wir jetzt kaputt. Aber wo warst du schon wieder beim Zählen? Stimmt. Ja, irgendwas mit Audioprogramm oder sowas. Ach ja, so umgestellt hast. Ja, ich hab's umgestellt, einfach weil Camtasia mit da. Ja, das habe ich doch schon erzählt. Nee, du warst gerade bei Camtasia. Ja, also mit Camtasia war eigentlich recht einfach, das zu bedienen. Das hat mir die Videos halt angenehm klein gemacht. Und jetzt kann ich das mit Sony Vegas auch. Und es hat sogar einige Effekte mehr. Verdammt, ich bin gestorben. Wie man das mit, wie heißt es, Animation so einbringen, das habe ich ja nicht so krass in Camtasia ab und zu nur benutzt. Deswegen wird das wahrscheinlich mit Vegas auch irgendwie gehen, dass man da irgendwelche Animationen einbringt. Ja, es geht schon. Und dann habe ich halt jetzt endlich, ich habe einfach meine gekauften Programme benutzt. Erstmal den Typen hier labern lassen. Setzen wir diesem Wahnsinn ein Ende. Wo ist Maltael? Ich weiß nur, dass er sich nicht mehr in Westmark befindet. Er könnte den schwarzen Seelenstein überall hingebracht haben. Aber was hat er mit dem Stein vor? Gibt es irgendeinen Weg, das herauszufinden? Vielleicht. Als Maltael ihn stahl, brach ein Splitter ab. Vielleicht kann ich seine Pläne nachvollziehen, wenn ich den Splitter untersuche. Dann untersuch den Splitter, während ich die Stadt vor den Seelenerntern rette. So. Dann retten wir die Stadt von Seelenentern. Ich habe jetzt auch ein Schwert. Joa, ich habe so ein Blutschwert-Axt. Ja, du hast einen Skin drauf. Ja, ich habe einen Skin drauf. Da habe ich jetzt eben nicht mehr, da muss ich dann wieder einen Skin draufsetzen. Ja, ich habe hier so normal eine Keule. Aber mit dem Transmogrifikation Monsterjäger. Damit das Schwert so schön blutet hier. So man sich dir. Voll geil. Okay, mein Schwert ist auch nicht schlecht. Ja, ich habe jetzt einfach mal meine alten gekauften Programme, die nutze ich jetzt auch. Und habe jetzt eigentlich mit Soundforge Studio 10 oder sowas, wie das hieß, haben übelst lange Namen, diese komischen Dinger. Das sind so Leitprogramme von... Warum wollen jetzt alle reden? Reden! Altorion, was hat die Todesmaid in der Kathedrale getan? Sie wollte dort eine Sphäre erschaffen, die die Lebenden in Maltails Todeskreaturen verwandelt. Eine einzige Sphäre kann jede Stunde hunderte Unschuldige transformieren. Meine Männer berichten, dass es zwei weitere in der Stadt gibt. Seelentiegel. Mit zweien davon verfügt Maltael über eine schier unerschöpfliche Versorgung mit Soldaten. Dann werde ich diese Seelentiegel zerstören und Maltaels Versorgung mit Truppen unterbinden. Wie heißt es? Jetzt seitdem ich mit Soundforge arbeite, kann ich den Sound viel besser machen, also genauso wie ich ihn immer wollte. Mit schön etwas mehr Bass drin, mit so gut das Rauschen weg, wie nur geht. Hier, aktivier dich jetzt. Los, sofort. Hier ist doch die zum Anquatschen. Doch die, oder? Ne, da ist jetzt eigentlich da irgendetwas, aber wir machen jetzt einfach hier eine kleine Pause oder sowas. Hier Folge beendet. Auf jeden Fall habe ich jetzt eigentlich kann ich den Sound eigentlich so bearbeiten, wie ich immer wollte. Das finde ich toll. Ja, dann würde ich sagen, man sieht sich im nächsten Part. Oder wollen wir noch nicht fertig machen? Oder wie hast du es jetzt geplant? Was geplant? Ja, willst du hier die Folge beenden oder wie oder was oder? Ja, wir machen hier Folge beenden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.